Ja, du musst deine Stiefel suchen. Sophie. Die sind wieder später rein, weil ich mach sie ja noch Chaos. Ach, danke wieder. Sophie, geh weg. Moment einmal. Der Patrick hat, aber der Patrick hat ein neues Spiel. Ich darf's nicht verraten. Michelle, Begeisterung pur. Da, Michelle, das sind deine. Hier ist er. Da hat es nochmal Fett. So wie das ist. Ist das Schnee? Aber ich habe eigentlich Stifte. Michelle, aber auch Stifte. Wow. Aber noch mehr. Hey, kannst du bitte auch reinlassen? Bitte rein. Oh mein Gott, warte, lass sie rein. Michelle, du hast noch viel mehr im Schuh. Oh mein Gott, da hat sie so viel bekommen. Wow. Und was hast du bekommen, Michelle? Vielleicht Zeichen. Du hast gewusst, wie sie das aufschränkt soll. Vielleicht musst du mir helfen, Patrick. Meine Schere. Michelle, komm hier. Was ist eigentlich das, Mama? Wow, ein Riesen-Mikado. Lisa. Lisa trägt die Schokolade, oder? Schokolade. Schau mal, was hast du noch gekriegt? Papa, was ist eigentlich das? Das ist Mikado. Das haben wir schon mal früher gespielt, aber ganz klein. Also kleines Format. Ich bin hier so richtig müde, oder? Ja, Mama. Und was hast du noch bekommen, Lara? Schau mal, was du noch gekriegt hast. Oh, eine Buntstifte auch. Ja, ich weiß nicht, warum alles so grau ist. Du kannst sie auch bunt malen, wenn du willst. Ja, deswegen hast du vielleicht auch Buntstifte bekommen. Hm? Oh, wow, was ist das noch? Was hat und die Luisa bekommen? Sonst habe ich noch das. Oh mein Gott. Und jetzt habe ich noch das. Oh, zum Kuchenbacken? Nur zum Spielen. Für eure Küche, ne? Cool. Was hast du noch, Lara? Dann habe ich noch. Oh, Michelle, gefällt es dir? Dann habe ich noch sowas. Dann habe ich noch sowas. Die Michelle ist nur müde. Halb scharf. Aber ich glaube, das ist ein cooles Spiel, oder? Was ist denn? Ich habe das da. Wow, da kannst du deine Mama! Kiki spielen, ja? Was denn? Ja, du hast auch sowas gekriegt, ja? Lisa, du hast auch einen Spitzer, oder? Ja. Zusammen einen Spitzer bekommen. Cool, oder? Und Lisa, schau mal. Ein riesengroßer Malbuch. Ja. Da kann man nicht mit Stiften malen. Nikolaus, aber das sind Kinder so verschlafen. Und klar, wir machen das dann malen. Ja, genau. Mit dem Riesenstiften, dem Riesenmalbuch, oder? Darf ich auch die Riesenstifte sehen? Das sind dicke Stifte. Wow. Das sind dicke Stifte. Nicht wundern, die Kinder. Dann haben wir noch mal die Schokolade. Big Brother. Dann haben wir noch das. Wow, das ist eine Schokolade. Cool. Was war halt drauf? Und Patrick hat da. Sophie? Patrick auch sowas? So, beide. Ja. Sophie, komm! Oder Emi, oder wer hat? Wo ist der andere Knochen? Hinter mir sind auch noch Sachen. Beef haben wir. Ich kann nicht einmal aufmachen! Au, mein Fuß! Hat der Patrick keinen davon? Was hat? Lolli? Doch. Wo ist der Schuh? Aber Patricks Schuh ist so groß, dass es verschwunden ist. Nicht drin? Aha. Mr. Nikolaus. Hat vier. Ja, eben. Hat die Michelle einen? Hat irgendein Hund geblasen, oder? Kann nicht sein. Vielleicht der Beef? Du hast sicher mitgenommen, Patrick. Was hast du gefunden? Hast du es dort gefunden? Ja, im Schuh. Oh, hat er noch bekommen, er hat nicht gesehen. Das war zwischen Schokolade und... Und der dem Playstation-Spiel. Das war richtig gut versteckt. Ja? Das war ein plattes... Schau mal, das... Aber gib ihr diesen großen Knochen. Ja, große Knochen kommt dafür. Hey,
Die Emi rennt sich ständig zu ihren Knochen, oder? Hol mal den Knochen. Auch für den Piep. Oh, auch für den Piep. Kann ich doch machen. Und noch was. Kinderschieber. Hat der Basti. Der Basti. Schau. Sophie weiß, geht, sie war raus. Ich habe nichts mehr, weißt du, Beef. Sie pflanzt sich hier in den Knochen. Ich weiß nicht, wo der Beef jetzt ist. Und jetzt will sie gleich mit mir streiten, schau. Weh, du greifst diesen Knochen an. Weh, einer von euch greift diesen Knochen. Das ist ihr Knochen, das schaut aus wie im Zeichentrick. Wenn sie mit deiner Schokoladen-Nicolo machen würde. Wenn sie mit deinem Nintendo Switch spielen würde, hm? Hier werden schon die neuen Spiele ausprobiert. 13, 19, 16, naja, kein Wunder, wenn du Schokolade... 18, 22, ich würde sagen, 21, wir gehen jetzt dann alle mal Zähne putzen und... Jetzt zählen mal die Punkte. Ah, ja, okay, danach. 23, 28, 25, 48, 49, 50. Die Lara hat 44 und ich habe 28. Und der Papa schenkt die Punkte von sich, der Lara. Schaut mal bitte, wie brav hier schon die Weihnachtsgeschenke, die Nicolo-Geschenke hier. Nikolaus-Geschenke. Genau, die werden hier schon fleißig eingesetzt. Luisa malt auch schon mit ihren Stiften. Die sind voll cool, Luisa, gell? Und die Luisa isst schon Speck. Ja? Das ist eine Hautfarbe. Ach so? Super, mein Schatz. Diese Stifte sind echt gut, mit denen kann man voll gut malen, Papa, weißt du das? Die sind so wie Wachs, fühlt sich das an. Sehr brav, sehr, sehr brav. Und du auch, Lara, du hast so viele Farben, gell? Muss nur aufpassen, dass wir die immer gut wegräumen, damit die Emmy sie nicht mehr kaut, ja? Die Großen spielen unten auch schon mit diesem Switch-Spiel. Das ist 1:1, ich schau mal kurz runter. Die Kinder spielen dieses Switch-Spiel, was die Michelle bekommen hat. Was habt ihr? Habt ihr schon Kuh gemolken? Das gibt keinen. Doch, haben wir am Cover gesehen. Das aber nur für einen Spieler. Nein, es ist alles 1 gegen 1. Was macht sie jetzt? Ballett oder was? Das ist Semi. Oder wie das heißt? Und das müsst ihr dann so machen und das wird dann... Magst du dann auch mitspielen, Lara? Warum verliere ich immer? Ja, wenn dein Arm so schwingt. Der Papa hat in der Zwischenzeit ein Frühstück aufgedeckt. Mega lecker. Wir haben jetzt alle gegessen. Wir haben jetzt auch ein bisschen die Küche aufgeräumt. Und der Papa ist ins Büro gegangen. Und der schneidet jetzt nämlich das Video für heute. Das ist nämlich ziemlich aufwendig, natürlich, wenn wir jetzt jeden Tag ein Video raus haben. Und ja, da ist halt immer ein bisschen was zu tun. Die Sophie, schaut mal, ist hier und beschützt ihren Knochen. Und die kleinen Mäuse malen hier? Luisa malt nichts. Luisa malt nicht mehr, aber sie hat bis vorhin gemalt, oder? Luisa hat ein bisschen. Hast du mit ihr zusammen gemalt? Ja, aber nur ein bisschen, weil ich nicht so. Und die Lara hat so viele Stifte. Ich habe die Giraffe gemalt bei Luisa. Mhm. Ach, super, Schatz. Und das habe ich. Das mache ich auch. Oh, wie süß. Und kennt ihr diese Motivation, wenn man neue Stifte hat, wo man sie dann immer an seinen Platz zurückgibt? Da schaust du drauf, gell, Lara? Das ist ordentlich. So süß. Die Luisa spielt gerade mit ihrem Adventkalender. Bist du mit dem Adventkalender? Ja. Die Stiefel müssen wir noch raustragen. Schau mal, Luisa, da ist der Weihnachtsmann im Fernsehen. Und die Wichtel und dein kleiner Junge. Das sind zwei Füße. Ja? Die bauen ja alle diese Wichtel. Ja, die Spielzeug. Die bauen sie die Spielsachen auf? Echt? Boah. Und freust du dich schon auf deine Spielsachen, die du dann bekommst? Vom Weihnachtsmann? Mhm. Oh, mein Herz. Aber wann gehen wir raus? Am 24. Wenn du deinen Adventkalender leer gemacht hast, Lara, danach. Verstehst du? Warum denn? Das dauert noch, bis der Weihnachtsmann kommt. Er hat noch nicht alle Spielsachen fertig gemacht. Für alle Kinder auf der Welt. Wer liegt denn da in meinem gemachten Bett und leckt sich am Popo? Ein Bivilloni. Nein. Zurzeit schlafen wir hier mit Lara und Luisa übrigens. Wo schläft die Luisa? Zeig mal, Luisa. Wo ist die Luisa?
Der ist weg, der ist geschmolzen. Alles ja, weg. Ja, weil die Sonne. Und dann die Sachen, die Mama macht. Wo schläft die Luisa und wo schläft die Lara? Zeig mal, Lara. Wieder schläft da, ich schläf da. Und wieder bin ich immer, wenn ich einen Tag geht, dann macht immer so. Mama! Ja? Dann muss ich so liegen. Oh, du armer Keks. Damals. Ich versuch sie immer ein bisschen wegzuschieben. Aber morgen sind bei uns wieder die Geschäfte offen. Und wir gehen zu Ikea und kaufen eine neue Matratze für Luisa, für ihr Bett. Sie hat nämlich ein Bett. Und dann könnt ihr beide zusammen im Zimmer schlafen. In mein Zimmer? Ja, in euer Zimmer. So wie du mit Michelle dir das Zimmer mal geteilt hast. Weil du willst eh nicht alleine schlafen. Die Lara schläft nämlich nur bei uns, weil sie nicht mehr alleine schlafen wollte. Im Lockdown hat sie die ganze Zeit bei uns geschlafen. Und jetzt hat sie wollte, weil sie nicht alleine schlafen wollte. Und jetzt haben wir gedacht, jetzt nutzen wir die Chance, wo die Lara wieder dann zurück, also dass die Lara und die Luisa zusammen ins Zimmer ziehen, zurück halt. Na komm, runter von der Fensterbank. So, ich muss jetzt auch ein bisschen kurz zum... Geht sie wieder spielen drüben, malen und was weiß ich. Ich muss ein bisschen am Laptop weiterarbeiten. Ja, und werde mich da in meinem Büro zu meiner Katze legen. So, meine Lieben, endlich mal aus dem Büro raus. Ich bin fertig mit Videoschneiden. Ich glaube, das Video ist schon online. Wir werden jetzt was essen. Kochen werde ich jetzt nicht mehr, denn wir haben noch von gestern etwas Restel. Und zwar, wir haben noch ein bisschen Bolognese. Ich muss nur Spaghetti kochen. Und ich habe noch eine Suppe. Die werde ich nur aufwärmen. Hallöchen mal wieder, wir sind im Wohnzimmer, wir haben schon gegessen. Leider haben wir nicht mehr gefilmt, weil wir zu hungrig waren. Und jetzt sind wir im Wohnzimmer, wir wollen noch unsere Nikolausgeschenke ausprobieren, durchtesten. Und ich bin mit Lara hier und mit der Luisa. Die Luisa malt schon in ihrem Heft. Und die Lara übt schon sehr fleißig in ihrem Übungsheft. Und Lara, macht Spaß. Weißt du, wo dein Fehler ist? Die Sterne? Ja, natürlich, am Tag gibt es keine Sterne auf dem Himmel, oder? Luisa, Luisa, Luisa! Die Luisa mag malen, aber der Papa soll malen und die Luisa soll zuschauen, gell? So, der Papa soll dann malen, oder? Ich habe kein Radiergummi. Wisst ihr, wie die Luisa am liebsten malt? Wenn der Papa malt und sie zuschaut. Machst du auch Spaß haben, Mama? Ich muss arbeiten. Ah ja, übrigens, ich habe gar nicht erwähnt, die Mama ist im Schlafzimmer, also Schlafzimmer ist schon im Büro geworden. Und sie arbeitet ganz, ganz fleißig an den Mambosplaner 2021. Papa, bitte nerv mich. Nerv nicht. Hier nerven alle. Es ist gut. Lass. Papa, du machst dir mega Stress. Mir ist solche Affen zu Hause, wie langweilig. Ich habe meine Hose angemalt. Kriegt man das überhaupt noch raus? Riech mal. Warte kurz. Warte, ich will das nicht so riechen. Weil das riecht so nach Lippenstift, oder? Mhm. Nach Wachs, aber kriege ich noch diese Wachsfarbe aus meiner Hose raus? Nein, wirklich nicht? Ziemlich spät, also spät nicht, aber für die kleinen Kinder schon spät, also die sind schon längst im Bett und ich bin beim Patrick im Zimmer, wir testen oder wir, wie soll ich sagen, ich spiele mit Patrick mit dem Nikolausgeschenk
Und zwar, wir testen gerade den neuen Call of Duty, den der Patrick von Nikolaus bekommen hat. Was ich sagen kann, ist, dass die Grafikkarte sehr schön ist. Ziemlich real, wie man sieht. Wäre schon bereit. Ich weiß nicht, nachher. Nehmen wir die erste. Die? Ja. Ich nehme das. Ich glaube, ich habe Mine zum Platzieren. Ja, Mann. Die Missionszeit läuft. Lass den Hammer kreisen. Die Waffe ist ein Schrott, ich sag dir. So, meine Lieben, ich werde jetzt weiterspielen. Ich kann leider nicht mehr weiter vloggen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und bis nächstes Mal. Baba!